Oder meine großen Freunde, je nachdem, was ihr gerade seid. Juckt mich nicht. Hauptsache ich unterhalte euch. Das ist wichtig. Und ja, wir gehen jetzt mal hier hin. Mimik. Oh yeah. Ich wusste es. Deswegen bin ich trotzdem hingelaufen, weil ich mir gedacht habe, wir können jeden Erfahrungspunkt, den wir hier ergattern können, gebrauchen. Außerdem ruft die Mimik eine Hilfe herbei und wir werden uns jetzt gleich mal mit der Hilfe beschäftigen. Und zwar werdet ihr gleich was feststellen. Und zwar, sie dann wird jetzt erstmal klauen. Das ist das Erste. Queener wird noch nichts tun. Freier auch noch nichts. Vivi wird einen Angriff starten. Nein, 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 das war nicht so clever, das war nicht der Plan. Warum hat er die gerade gefressen? Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist auch nicht wichtig. Ich wollte eigentlich mit Vivi, dieses Ding da angreifen. Und dann mit, Queener das Ding fressen. Nicht genießbar, Mann. Klau mal der Mimik was? Nein, nicht flüchten. Hopp, er ist geflüchtet. Ist suboptimal. Fressen. Er hat Vivi zum Fressen gern. Ja, dies hat er wirklich. Nicht genießbar. Aber Vivi ist jetzt erstmal in Trance. Das ist natürlich umso depressiver für mich. Scheiße, ey. Mach mal halt einfach mal. Nee, nee, ich will das nicht. Mann. Mann, jetzt Hilfe rufen. Jetzt hat Angriff auf. Wo bleibt er denn? Hilfe gerufen und es kommt niemand. Jawollo. Und das hätten wir uns auch. Ah, da ist er ja. Eieieieio. Bam. Und fressen. Das Ding hast du zum Fressen gern, Queener, das weiß ich. Woher ich das weiß, ist so. Muss schwächer werden. Echt? Dann haben wir jetzt gerade alles besiegt. Tut mir leid. Ey, nee, muss man noch nicht. Angreifen! Angriff! So, und dann macht hier bitteschön Queener nochmal fressen. Zack, komm her. Muss schwächer werden. Muss schwächer. Nein! 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 Scheiße, Mann! Haben wir sie ja ganz umsonst verbraucht. Fuck, echt. Aber Ether und High Potion, das ist schon mal not bad at all, finde ich. So, jawohl. Gehen wir mal da rein. Beziehungsweise wir heilen uns jetzt erstmal. Haben nur noch 79 Potions, oder? Wahnsinn, ey. Die gehen ja weg wie nischt. Aber die kosten auch nichts. Deswegen habe ich keinen Stress damit. Die kann man angreifen lassen. So, jetzt haben wir hier drinnen. Hier drinnen war doch, durch das Fenster von dort aus gelangen sie mit Sultan. Wenn sie egal ist, zumindest ein Äther. Also haben wir hier quasi gar nichts. Wir klettern auf den Balkon. Ja, tut mir leid, ich musste mir nebenbei gerade meine Notizen durchlesen. So, jetzt sind wir hier, ne? Und dann können wir hinter dem Regal anscheinend haben wir hier ein Äther. Genau. Und hier irgendwo müsste irgendwo. Ah, genau. Ich bitte euch. Nehmt die Glocke, die unter dem Bett liegt, und geht zum Palast. Und rettet den König. Okay. Die unter dem Bett liegt. Und wie komme ich da jetzt ran? Ah. Unter dem Bett nachschauen. Weil man das nicht von vorne auch machen kann. Nee, das muss man mal hinten machen. Protestglocke. Ja. Ein Angriff.
So. Wen bekommen wir denn? Einen dieser Dinger, die sind natürlich nicht schlecht. Kann man mal machen. Angreifen, alles. Angriff, Angriff. Alles nur physische Angriffe. Das reicht vollkommen aus, um dieses Ding vollkommen in den Boden zu stampfen. So, und dann erledigt das spätestens. Das ist zurzeit echt so. Denn sie dann ist overpowered zurzeit, muss man einfach so sagen, wie es ist. Da ist sie dann einfach echt OP. Genauso wie manch ein LOL-Char. Was? LOL? Warum LOL, Dino? Dino, warum LOL, Brandy? Ja, wo geht's denn jetzt lang? Ach so, wir gehen natürlich jetzt zurück. Es ist so ein Hin und Her hier, das ist echt nervig teilweise. Aber, deswegen habe ich euch auch gesagt, geht die CD noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Jetzt sind es noch circa 20 Minuten, schätze ich mal. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall nicht länger dauern, denke ich mal. Wenn schon, mein Gott, dann dauert es halt länger, auch nicht schlimm. Ich nehme so lange auf, bis die CD1 durch ist, dann kommt erst irgendwann mal wieder eine Aufnahmesession von mir. Weil eben bis dahin was anderes aufgenommen wird. Ja? Ganz einfache Sache und ein ganz einfaches Thema. Wir nehmen jetzt zurzeit auch viel StarCraft auf. Ich muss auch Deponia aufnehmen. Und da kann man halt auch nicht so viel Final Fantasy spielen. Ist leider so. Aber ich bin auf jeden Fall motiviert und werde mich bald wieder daran setzen, vielleicht schon morgen wieder, übermorgen, kommt drauf an, wenn ich Bock und vor allem Zeit habe. Bock eigentlich immer, daran liegt es eigentlich fast nie, aber mehr so an der Zeit, weil ich jetzt langsam wieder ins Leben zurückfinden werde, was Praktikum und so angeht. Jetzt sind halt, jetzt ist die Ferien vorbei, jetzt habe ich, heute ist Montag, heute habe ich noch frei, morgen habe ich noch frei. Eigentlich hätte ich Praktikum, aber da mein Chef im Krankenhaus liegt, weil er was weiß ich was hat, muss ich, beziehungsweise habe ich jetzt einfach mal 2 Tage frei. Genauso wie mein Mitpraktikant und wir relaxen jetzt einfach. Mittwoch haben wir ein Referat zu halten, aber das sollte alles kein Stress sein. Wir werden das alles ziemlich locker und flockig machen. Genauso wie diesen Drachen hier, den erledigen wir auch locker und flockig, ohne großen Mühen. Zack, Bams. Vivi auch nochmal einen Angriff, auch wenn es fast nichts gebracht hat. Queena, Angriff, zack, zack, alles töten, vernichten. Ja. Firma Skytrust, nur zu empfehlen. Bam! Okay, wir müssten dann so Richtung Folge 44, 45 gehen. Habe ich mich sogar verschätzt, was die Folgenanzahlen angeht für die, für das, Beenden der CD1. Ich dachte so ab 50 oder so, aber wenn wir mit 45 schon die erste CD beenden, habe ich definitiv keine Probleme damit. Muss ich ehrlich sagen, finde ich toll. Weil mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Let's Play zu sehr strecke, dass ich eine zweite Playlist aufmachen muss für Final Fantasy. Ja, weil da nur 200 Videos reinpassen, wie ihr wisst. So, wir läuten mal die gefundene Glocke. Sie läuten im Einklang und die eine zerbricht. Peng! Ich frage mich allerdings, wie die anderen das geschafft haben, da reinzukommen. Und, ja. Sieh dann. Hinter dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter diesen Stufen erwarten wird. Aber hier aufzugeben wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so ähnlich... Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüberzutreten. Ja, selbst der kleine Freund hier. Hey, ja. Wir gehen doch zusammen, Freier, oder? Wir gehen doch zusammen.
Vivi, hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet, das könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja, womöglich schon. Aber ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder ob ich überhaupt ein Mensch bin. Vivi, was redest du denn da? Du schießt auf jeden Fall wie ein menschliches Kind aus, Mampf. Da kommt wer. Bromesia, Bürger, da ist noch einer. Steckt ihm etwas unter eine... Nein! Wir haben mit denen nicht überhaupt nichts am Hut. Hältst du mich für blind? Hinter deinem Rücken steht etwas, was... Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kann ich das glauben? Du kannst. Oh, Freier. Schon lange her, nicht wahr, Dan? Lange her. Du machst mir Spaß. Wo um alles in der Welt hast du gesteckt? Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schwarzmagier sind uns dicht auf den Fersen und auch ihr solltet besser von hier verschwinden. Ja, natürlich hat er nur Frau und Kinder dabei. Was trödelt ihr so? Beeilt euch. Wir bleiben. Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den habe ich nicht gesehen. Für mich hat jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Freier, vergiss den König. Schaut, dass ihr selbst lebend rauskommt. Wenn ihr euch mit dem Schwarzmagier anlegt, dann ist das euer Todesurteil. Nee. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter diesen Stufen, nicht in der Flucht. Let's go, Bitches! Heilen wir uns erstmal. Oder müssen wir das nicht machen? Doch, müssen wir eigentlich schon ein bisschen machen. Zack. Zack. Ja, dafür benutze ich jetzt keine Potion, haben wir eh noch so wenige. 75? So, jetzt sind wir hier. So. Was haben wir denn hier? Haben wir nix. Nur tot. Nur tot. Oh man, was ist das denn jetzt hier? Die beiden. Alles Klärchenbärchen. Aber ihn, den werden wir jetzt hier schön einmal einen voll in die Fresse brezeln. Zack! In sein Gesicht. Und das war's für ihn. Ich habe mir gerade mal durchgelesen, nochmal auf meinen Stichpunktzettel, wie wir weiterverfahren werden. Wir gehen jetzt erstmal die Treppen hoch. Sieht dann auch Level 17. Das freut uns natürlich ungemein. Vivi wird auch nur Level 17 erreichen, bevor wir die CD beenden. Quina eher weniger. Leider. So, wir haben hier einmal eine... Ja, doch nichts. Ich dachte immer, hier sei irgendwas. Naja. So, wir gehen dann jetzt da mal durch. Und hier wartet uns etwas. Lass uns schnell fliehen. Ich kann mich nicht bewegen. Bring dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Hast du etwa deinen Eid vergessen, den wir uns vor Gisa Maluke gegeben haben? Wie könnte ich das? Aber alles, was ich mir in diesem Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und ziehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolz auf ihn sein kann. Nein! Ihr müsst raus aus Bromesia. Schlagt euch nach Lindblom durch. Der Großherzog von Lindblom wird euch sicherlich nicht abweisen. Aber die Schwarzmagier haben meinen Mann übel zugerichtet. Er kann sich nicht mehr bewegen. Wie sollen wir es bis nach Lindblom schaffen? Vorsicht! Oh man! Puh! Das war aber haarscharf! Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Liebster. Vai. Gar. Seid ihr in Ordnung? Ja, gerade nochmal mit dem Leben davongekommen. Hey, könntest du mich vielleicht schützen? Stützen? Ich schaff's alleine nicht, selbstverständlich. Komm schon, Großer. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Geht klar, freu mich schon drauf. Yo, man. So, jetzt können wir die Treppen hoch zur Linken. Zumindest dachte ich das. Vielleicht können wir jetzt Treppen hoch zur Rechten.
Und dann vielleicht, nee, irgendwie nicht so, ne? Wieso sind wir eigentlich jetzt wieder rausgeflogen, obwohl wir hier rein müssen? Oh man. So, jetzt haben wir hier irgendwas. Wo geht's denn hier lang? Hier muss es doch irgendwo lang gehen, oder?